Ja, hallo YouTube-Gemeinde. Ich wollte euch mal was zeigen, beziehungsweise halt euch was erklären. Ja, das ist Laserman Wave in Black Oxid. Ist ein Geschenk meiner Freundin. Also nochmal vielen Dank, Schatz, dafür. Zum Geburtstag. Ja, ich denke mal Revuen und groß vorstellen. Das brauche ich nichts. Da gibt es auch hier ganz gute Kanäle bei YouTube und sei es auf Deutsch, Englisch oder sonstigen Sprachen. Ich wollte euch noch was eins sagen. Das Ding kommt ja ab Werk, ist es ja so Black Oxid. Ich denke mal, das ist so eine Art Brunierungsschicht. Anders kann ich mir nicht erklären. Das Ding färbt. Tatsache, es färbt. Jetzt war ich natürlich irgendwie bei Deutschlandvertrieb, ist ja zwei Brüder, auf der Internetseite und habe mir die Anleitung runtergezogen, bevor ich das als Geburtstagsgeschenk bekommen habe von meiner Freundin vor ein paar Tagen. Hab danach gelesen, ob da irgendwas drüber steht. Bin dann unter Pflegehinweise gegangen. Steht, glaube ich, auch mit WD-40 so allgemein, wie man so Multitools pflegen sollte nach Regen und Wasser und etc. Naja, Dr. Google macht's halt, wenn möglich. Dann kam ich auf so ein paar Seiten im Internet. Da steht Folgendes drin. Das habe ich auch gemacht. Ihr packt das Laserman Wave Black Oxid aus. Nehmt euch ein altes T-Shirt, Ungerbutz, also Unterhose, Unterhemd, halt ein fusselfreies Tuch, reibt das halt ab, so dass es sauber ist. Danach nimmt ihr WD-40, brüht das komplette Tool mit sämtlichen Teilen mit WD-40 ein und reibt das WD-40 ein. Und dann zieht das dann ein. Das soll halt diese Brunierungsschicht halt dann ja, festhalten oder sicherer machen. Glänzen auch ein wenig. Ja, dass ich was sagen kann. Ich habe hier auch bei YouTube nichts drüber gefunden. Ich habe hier mehrere Videos mir angeguckt davon und tralala und keiner sagte das irgendwie. Und dann dachte ich mir mal so, ja, bist du mal so frei, drehst mal ein kleines Video. Ja, wie gesagt, pro, contra, Laserman Rave, die anderen mögen es, die anderen nicht, die anderen sagen, ah, kein Laserman so. Leute, es war ein Geschenk, meine Schatzis. Also nochmal Schatz, vielen Dank und ich liebe dich ganz doll. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Also von daher. So, zu meiner rechten Seite seht ihr ein etwas älteres Laserman. Noch hier so also eine schöne klassische Hülle dabei. Aus Leder mit Druckknopf und so ein bisschen Messingimitate. Das ist so ein Pocket Survival Tool. Das hat damals gekostet, roundabout, da gab es auch D-Mark, 99 D-Mark. Ich habe es mit dem Gutschein was billiger bekommen, musste 50, Euro, 50 D-Mark, Entschuldigung, dazu bezahlen. Ja, ist das halt das Pocket Survival Tool. Ne? So sieht es halt aus. Das Ding habe ich seit 97, ist denke ich mal noch ein bisschen gut im Schuss. Hat mich treue Jahre begleitet, so auch bei meinen Sanitätsdiensteinsätzen oder im Rettungsdienst. Ich bin halt im Rettungsdienstausbildung, sonstige Hobbysachen, Bogenschießen, etc. Und auch als so campen und so. Ja, hier große Klinge, dann hier, mal gucken, was da steht, doch, Schraubenzieher, großer Schlitz, dann nochmal Schlitzschraubenzieher, hier Steche, Dornale, ja, Stechdornale, ja, dann hier diese Pfeile halt, ja, Kreuzschraubenzieher, nochmal ein Schlitzschraubenzieher, hier der berühmte Dosenöffner. Ja, hat mich treue Dienste begleitet, ist auch noch soweit alles in Ordnung dran. Nur, was mich immer so hart gedacht hatte, naja, du brauchst halt ein Multitool, wo die Tools halt arretierbar sind, gerade so was Schraubenzieher und so angeht und mit Bits. Folgendes noch, ich war damit euch rüber, aus meiner linken Hälfte, das ist das Laserman Molle Pouch. Super Teil, gut. Klett, hätte man auch einen Druckknopf zu sich versehen können, aber gut. Das hier haben wir auf höchstem Niveau. Super Teil. Das ist aber nicht standardgemäß, so viel meine Holde Maid gesagt hat, nicht im Paket dabei. Also wenn man das Laserman Wave verkauft, das war nur so ein Sonderteil dabei. Das muss man dann halt im Internet angeben. Ja, ist ein super Teil. Ja, wie gesagt, pro contra, was Lasermans Qualität angeht, kann ich nichts so zu sagen. Hier und so. Es war ein Geschenk meiner lieben Freundin. Also Schatz, nochmal vielen, vielen Dank für die super tolle Geburtstagsgeschenk. Ja. Ich denke mal, es wird auch noch ein Victorinox Multitool irgendwann in der Multitool-Sammlung kommen. Und dann kann ich das auch mal halt mal testen und gucken, wie so ein Ding ist. Ja, dann habe ich auch mal auch noch ein gutes Victorinox. Ja, liken, kommentieren immer gerne doch. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschö, tschö.